Jimmy? Jimmy? Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause. Und meine Keule auch. Jimmy, ich habe eine Bitte. Ich auch. Rück mal deinen Kopf ein bisschen ins Licht, damit ich ihn besser treffe. Jimmy, ich habe gar kein Geld. Es lohnt nicht, mich zu erschlagen. Aber du bist bestimmt ein Tierquäler. Und Tierquäler erschlage ich auch ohne Geld. Nein, Jimmy. Ich bin ein Tierfreund und dein Freund bin ich auch. So, dann komm mal her. Und der Oberuntersekretär musste in das finstere Loch kriechen und dabei wurde sein Pelz ein bisschen schmutzig und der Kragen zerriss und seine Perücke verrutschte. Ah, hier hast du ein paar von meinen lieben kleinen Freunden. Pass gut auf sie auf. Und dass du sie auch immer schön fütterst und pflegst. Und der Keulen-Jimmy schob dem Oberuntersekretär ein paar Läuse in die Haare und Flöhe und Wanzen in den Pelz. Ich werde von nun an euer liebes Herrchen sein, säuselte er, und werde auf euch Acht geben und euch füttern und... So ist es recht, bestätigte der Keulen-Jimmy. Jetzt darfst du bitten.